Willkommen zurück zu Snack World. Eventuell können wir uns ja ein paar neue Waffen kaufen, dadurch, dass wir jetzt im letzten Part ein bisschen Geld bekommen haben. Endlich mal. Wir haben jetzt mal ein bisschen mehr als 3 Goldtaler so gefühlt. So, erstmal möchte ich ganz kurz hier ein bisschen was. Quatsch. Hier müssen wir was machen, weil da haben wir ein paar Karten bekommen wieder. Dass wir die mal eintauschen. Genau deswegen, dass wir jetzt einen neuen Rang bekommen haben. So. Noch 32 Punkte nur, schade. Dann gucken wir mal. Das ist jetzt hier neu, das Peck-Clap-T-Schwert. Yara Stärke 90. Hat aber auch 90. Ha. Das können wir uns eh nicht leisten, scheinbar. Okay, Schnellschlag. Interessant. Tierwesentöter und Gelbtöter. Aha. Oh, und die Sonne mit einer besseren Axt scheinbar. Nice. Gab es ja nicht mal einen Bogen zu kaufen? Warum gibt es den nicht mehr hier? Weil wir haben noch keinen Bogen. Deswegen hätte ich mal voll gern einen gehabt. Ja, das ist natürlich schade, aber was soll's. Habe ich eigentlich das Schild ausgerüstet, was ich genau bekommen hatte? Ja, habe ich. Okay, gut. Dann würde ich sagen, brechen wir direkt zur nächsten Mission auf, weil wir können ja nichts weitermachen hier. Dann brechen wir zur nächsten Mission auf. So, und zwar haben wir jetzt die Auswahl zwischen ein paar Nebenquests, die wir noch machen könnten. Ich glaube, wir machen die auch erstmal, oder? Weil die sind halt ein bisschen vom Level her nicht so hoch wie unsere Hauptquests. Deswegen kommen, machen wir erstmal die hier. Und ja, dann machen wir die Hauptquest. Beziehungsweise erstmal die andere Quest, die wir noch haben. Von der Meerjungfrau-Dings da. So, die Erbsenebene Süden. Alles klar. Einfach nur Monster besiegen. Ja, 30 Gegner besiegen scheinbar. Okay. Das sollten wir mir hinkriegen. Hoffe ich mal. Das wäre zumindest ja schön. So. Weil 30 Gegner sind halt echt nicht so viel. Kannst du aufhören, meine Fee zu verfolgen, bitte? Wäre voll nice von dir. Da unten ist auch noch irgendwie ein stärkerer Gegner, weil der hat ein rotes Symbol. Hier spawnt direkt einiges, ist auch cool. Aua. Alter, das ist nicht so cool, Leute. Was hier schon wieder abgeht. Oh Gott, Nerven in der Narbe. Das geht mir ein bisschen auf die Nerven gerade. Oh, ein Schatz. Nice. So, hier. Ein Ange... was auch immer, Aufkleber. Interessant. Wir haben gerade mal 6 Gegner besiegt. Wir haben noch so viele vor uns. Oh Mann, ey. Aber okay. Hier ist scheinbar keiner mehr. Hier noch eine Truhe. Mit so komischen Kreiseldingen, was auch immer es eigentlich darstellen soll. Wunderschön. Dann mal ein Schlachtschwein. Was jetzt tot ist. Oder welches jetzt tot ist, besser gesagt. Gut, du bist auch tot. Das nehmen wir noch mit. Dann ist hier noch ein Gegner. Oder beziehungsweise sogar mehrere Gegner. Ich schlag dich auf. Gut, Triefnase. Hatschi, wow. Gut, der ist auch tot. Jetzt haben wir dort oben noch einen Gegner, der irgendwie übrig geblieben ist. Und die anderen respawnen schon wieder scheinbar. Sehr schön. Gut, du bist weg. Hände weg von meinen Schinken. Vor allem wie die Biene sogar wie ein B geformt ist. Wow. Ist auch interessant. Habt ihr das gesehen?
Eierkopf. Ey, er lebt sogar noch. Aua! Oh Gott, der Schaden, ne? Eiderdaus! Da explodiert irgendwas, ist auch schön. Was hier schon wieder los ist teilweise. Aua! Wo kam das denn jetzt her? Ach, da ist der Gegner. Gut, da oben haben wir noch einen Gegner. Wir haben schon 18 besiegt, das heißt noch 12. Ups, ich bin auf falscher Knopf. Ich wollte eigentlich nur schneller rennen. Aber hab mich voll verdrückt. Nö, ich hab nämlich Hunger. Habe ich gerade schon gesagt. Nö. Gut, aber diese Mission, wo wir halt nur Gegner besiegen müssen, die sind echt langweilig. Aber okay. Wir haben es jetzt gemacht und gut ist. Muss die Triefnase einfach sich wegporten? Die war gerade so schön neben den anderen vier, so die mit einem Schlag hätten beide besiegen können. Aber nein, natürlich nicht. Voll gemein. Oh Gott. Ah, ist noch eine Truhe. Die möchte ich auch gleich mitnehmen. Oh, guck mal, kann ich das Schwein hier... Ah, Snacky! Was soll ich jetzt machen? Oh. Okay. Ich habe halt das noch nie gemacht, deswegen habe ich keine Ahnung gehabt, was ich jetzt bitte drücken muss. Das ist halt auch geil. Wir haben bisher noch nie die Möglichkeit gehabt, einen neuen Snack zu bekommen. So, im Dungeon. Das war jetzt das erste Mal gerade. Deswegen hatte ich keine Ahnung, was ich eigentlich drücken muss. Ups, das war der falsche Knopf. Kannst du mal aufhören, meine Fee zu verfolgen? Geh doch da weg! Tschüss. Gut, noch drei Gegner. Und einer davon läuft hier oben rum. Ein Ninja-Frosch. Weiß ich, aber ist mir egal. So, noch einer. Und der ist da unten. Ja, das sieht so ganz gut, würde ich sagen. So halbwegs. Und tschüss. Oder auch nicht, weil ich einfach nicht treffe. Ist auch cool. Einfach als Soldat. Blablabla. Dann ab zum Teleportationspunkt. Gut, let's go. Jetzt bin ich gespannt, ob wir den Snacky jetzt... Quatsch, den Snack schon irgendwie ausrüsten können. Weil wir haben halt nicht genug Plätze irgendwie. Wir haben noch keine weiteren freigeschaltet, deswegen. So, ja, schön viel Geld. Das gefällt mir. Das Messer wäre der Hauptpreis, okay. Aber den bekommen wir scheinbar nicht. Schade, aber was soll's. Hauptsache, hier, Grunzer. Snackzerlegung B, okay. Interessant. Aber ich möchte meine Fee behalten, weil die halt heilen kann, deswegen. Ich kann ja jetzt nicht hier... Warte. Hier. Ich kann ja jetzt hier nicht irgendwie einen auswählen, weil das gesperrt ist. Keine Ahnung warum. Das ist mega komisch. Kann ich hier noch irgendwas machen? Zur Gruppe hinzufügen? Was? Jetzt hätte ich den Text mal... ich wollte nach unten drücken und deswegen... Okay, ja, ich will den ganzen hier hin haben, aber es geht halt nicht, leider. Okay, wie auch immer. Wie auch immer. Dann, ja. Machen wir jetzt mal nächste Mission, würde ich sagen. Und machen jetzt, die hier, würde ich sagen. Und da sollen wir... die P
Pinguin-Baladine wieder besiegen, scheinbar. Okay. Interessant. Haben wir eigentlich schon mal gemacht, aber okay. Nein, nochmal. Meinetwegen. Gut. Na, wenn wir die Mission gemacht haben, dann machen wir erstmal die Mission, wo wir diese Meerjungfrau in die Höhle begleiten müssen. Aber ich gucke mich jetzt hier in den Dungeon echt nicht um, weil wir haben den ja schon 5000 Mal gefühlt gemacht. Ich nehme mit, was ich finden kann und dann... Ja, gehe ich einfach nur nach unten schnell. Ja, wir haben jetzt den Dungeon schon so... Ja, ich kann nicht reden. Wir haben jetzt den Dungeon schon so oft gesehen, deswegen... Müssen wir nicht nochmal alles sehen. Ich bin so dumm. Warum laufe ich da direkt rein? Ich bin so dumm. Das habe ich gesehen, dass da ein Ding ist. Ich laufe trotzdem rein, ich Depp. Wie blöd kann man eigentlich sein? Wie blöd kann man eigentlich sein? Kontra! Ich habe einen Krieger-Lolli bekommen. Ist auch interessant. Nehme ich gern mal mit. Ein Kugelfisch. Was laberst du schon wieder? Ah, dieses Spiel manchmal, ist schon sehr witzig. Geh mal weg hier. Ah. Hier. Boah. Das war ein krasser Hieb. So, Pro und Contra werden auch besiegt. Was passiert, wenn man Pro und Contra besiegt? Beide Argumente. Wer weiß, wer weiß. So. Dann gehen wir mal zur Axt. Aua. Nochmal so ein Krieger-Lolli, cool. Die Kraft des Windes! Das kann ich langsam auch nicht mal hören, ganz ehrlich. Da unten ist wieder so ein rotes Symbol. Warum denn? Das ist irgendwie... Krasser Gegner? Ich habe keine Ahnung. Er ist größer als vorher, kann das sein? Er ist größer als andere Kugelfische. Er ist tot. Und gibt einen Schatz. Nice. Gut, und irgendwie ist meine ganze Karte wieder gelöscht. Wahrscheinlich, weil ich vorne auf dieses komische Feld getreten bin, kann das sein? Hab keine Ahnung. Naja. Jetzt müssen wir uns halt nochmal schön gründlich hier umgucken. So eine Eichkarte möchte ich auch haben. Das ist irgendwie cool. Aua. Oh, muss mal heilen. Ah, Hilfe! Ah, ne. Ich dachte gerade, da würde noch ein Item liegen, aber dem war nicht so. Da ist auch nichts drin. So, und hier haben wir auch nichts weiter scheinbar. Toll. Wo ist der richtige Weg? Das weiß nur das Spiel. Und ich bisher noch nicht, leider. So, dann einmal hier. Und haben wir so eine Blume bekommen. Das ist ganz cool, weil die Blumen bekommen wir relativ selten irgendwie. Und tschüss. Sehr schön. Aufpassen. Ach, hier geht's weiter. Aber da komme ich noch nicht durch. Ist ja abgeschlossen, warum auch immer. So muss ich wahrscheinlich wieder eine bestimmte Anzahl von Gegnern besiegen oder halt irgendwas finden. Gut, dann laufen wir noch ein bisschen weiter durch, würde ich sagen. Bis wir hier
weiterkommen. Helmbrecher! Einmal schön hier. Ein paar schöne Hiebe. So, die Rüstung ist besiegt. Und jetzt noch du. Ja, Spiel, du zeigst jetzt nach oben, aber ich kann da oben nicht durch. Nur, dass du es weißt. Da oben ist abgesperrt. Hier, schön. So, einmal Pro und Contra kurz besiegen. Das ist hier eine Argumentation gerade. Voll der argumentative Kampf. Oh, danke schön. Das ist nett von dir, Melonia. Noch ein Schatz läuft gut, nicht wahr? Ja. Was ist das denn? Ah, da dreh los! Yay! Da können wir vielleicht was Cooles gewinnen. Das müssen wir direkt mal nachher machen, würde ich sagen. Das müssen wir direkt machen. Weil das will ich natürlich haben. Kannst du es mal treffen? Oh, guck mal, das ist der Schlüssel. Ja, ich weiß, dass ich das geöffnet habe, liebe Melonia. Das muss man nicht sagen. Das habe ich schon gecheckt. Ich bin nicht doof. Oder zumindest nicht so doof, wie ich aussehe. Ich gewinne immer. Nicht nur dieses Mal. Ich gewinne immer. Ist hier unten noch irgendwas? Ja, geht's doch weiter. Nee, komm. Wir gehen jetzt zum richtigen Weg und ignorieren den ganzen anderen Kram hier. Das heißt, auch diese Gegner hier ist mir egal. Und rein da. Ab zur nächsten Ebene. Weniger labern und mehr erkunden, das ist die Devise. Ja, ich weiß. Sei still, du Typi. Oh, hier ist eine Zaubertür. Komm, hier mal durch, würde ich sagen. Mal gucken, was wir haben. Geheimniszone, es könnte alles passieren. Der schwebt voll in der Luft. Was ist das hier für ein Ort? Schauen wir uns um. Er schwebt einfach voll in der Luft. Ist auch cool. Ach du dickes Ei. Ja, mir geht es gar nicht gut. Mein armes Bäuchlein rumors. Ich kann das nicht länger drin halten, ne? Das kann doch gar nicht. Ach man, schlimmer geht's nicht. Hat er jetzt angefurzt? WTF. Dieses Spiel manchmal. Dieses fucking Spiel manchmal. Kannst du mich bitte heilen? Davon. Dankeschön. Wer kommt auf sowas? Jetzt mal ohne Mist. Wer kommt auf sowas? Auf solche komischen Sachen, dass die Gegner einfach anfurzen. Oder die, vor allem die Gegner, das sind ja eigentlich meine Freunde gewesen. Das war gerade dieser komische Kremlin-Typi. So, ja, ich weiß. Den Bosskampf hatten wir schon mal. Dann machen wir mal ein bisschen Action hier. Ich habe eine coole Narbe. Aua! Ey, ist nicht so cool von euch. Das Oswald. Oh Mann, ey, dieser Oswald. Dieser fucking Oswald. So, wir haben wieder so ein Sternchen bekommen. Sehr schön. Und noch hier. So ein Saft, okay. Dann, ja, können wir jetzt wieder gehen. Das war also diese Nebenquest. Nichts Besonderes. Hat auch keine Story oder so, weil es halt bloß Nebenquests sind. Gut. Dann bekommen wir schön viel Geld. Wundervoll. Und auch ein paar Schätze. Nur vier leider. Mal gucken, was. Ja. Okay, nicht allzu viel Spannendes. Nein. Gut, dann nehmen wir jetzt erstmal an der Lotterie teil, würde ich sagen. Weil... Warum nicht? Und gucken mal, ob wir eventuell was Cooles bekommen. So, Lotterie bitte. Der erste Preis ist halt schon abgeholt. Mann, ey. Ich will so ein Kristallschwert haben. Kann ich mir das nicht irgendwie aufbewahren?
Das könnte ich wahrscheinlich. Ich könnte mal jetzt aufbewahren und später es einsetzen, schätze ich mal. Deswegen, das mache ich jetzt so. Kann ich sonst noch was Cooles hier kaufen? Nee. Ich baue mir das jetzt hier auf, diese Lotterie-Lores. Also ich morgen mal irgendwie früher aufnehme den Part, um zu gucken, ob ich damit eventuell... Ja. Oh, guck mal, du hast eine Story-Quest. Ob ich damit eventuell direkt früher anfangen könnte und das gezeichnet bekomme oder so. Ah, Vero. Ja, wirkst du nicht plötzlich richtig erwachsen, ne? Ich wette, du hast einiges an dein Selbstvertrauen gewonnen, nachdem du in ein paar Dungeons warst und den Boss dort besiegt hast. Oder heißt es, dass hier vielleicht eher EP? Wow. Egal, vielleicht bist du ja jetzt bereit, eine Quest für mich zu machen, hä? Weißt du, ich möchte, dass du in die Kalamari-Grotte gehst. Da drin gibt es lecker Schrimps und ich brauche ein paar von denen zum Kochen. Okay, mache ich. Saftige Schrimps fangen. Naja. Ja. Ja. Haha, an den Speck, Junge. Du schaffst das, da bin ich mal sicher. Aber claro. Das Geheimnis erfolgreicher Quests, okay. Gut, dass ich hier durch Zufall gerade mal reingeschaut habe. Aber bevor wir diese Quest machen, würde ich ja ganz gerne erstmal die Quest von, wobei, die hat Queststufe 13, die hat nur 12. Dann machen wir die mal zuerst, würde ich sagen. So, könntest du bitte in die Kalamari-Grotte gehen und mir ein paar saftige Schrimps fangen? Da du nun schon mal auf ein paar Quests warst, hörst du doch... Ich kann nicht reden, egal, let's go. So, Ausblick gut, ja, machen wir es halt. Let's go. Was? Was? Zum Teufel. Okay. Auf dem Weg kommen wir also zur Kalamari-Grotte, indem wir auf den Rücken von den Viechern reiten, von den Djinns. Same, würde ich sagen. Komplett same. Okay. Bring die lecker... Bring die leckeren. Ja, schöne leckere Schrems. Sehr gut. Gut. Kann ich hier lang? Nee. Sieht einfach gerade halt so aus irgendwie. Ich bin jetzt gespannt, wie die Grotte aussieht. Haben wir bisher noch nicht gesehen. Weil wir die Hauptmission noch gar nicht gemacht haben. Sieht so aus, als gäbe es hier irgendwelche Schrems. Wenn du meinst, dass das nicht der richtige Ort ist, musst du tiefer in die Höhle hinein. Ja, weiß ich. Ich bin nicht doof. Ich habe schon die ein oder andere Quest abgeschlossen, liebe Frau Wiener Typi, wie auch immer du heißt. Schmelztroll. Aha. Aua. Kannst du nicht... Können wir meine Fee nicht angreifen, bitte? So, sehr schön. Was? Ein klebriges Ende, okay. Oh nein! Oh, warum laufe ich immer da drüber, ich Idiot? Weil ich einfach zu schnell war. Dö. Geh weg! So. Level up! Yay! So, was haben wir hier Schönes? Der ist auch weg. Komm schon! Ist das hier kaputtbar? Ah, genau. Kaputtbare Sachen, sehr schön. Das heißt, wir können ja Muscheln zerstören. Voll die Randalierer hier am Werk. Was? Oh. Hi. Quick, quick. Wow. Jetzt muss ich ihn besiegen, warum auch immer. Ist auch spannend. Meinetwegen. Ich weiß nicht, warum ich das machen sollte, aber okay. Machen bin er kaputt. Und bekomme einen Schatz dafür. Nett. Heilung nicht mal ganz kurz. Ich brauche Heilung. Gut, die Musik hier ist sehr entspannt auf jeden Fall. Die gefällt mir.
Fischmensch. Ich wollte eigentlich den Fischmensch angreifen, nicht den komischen Schmelztroll. Aber okay. Sehr schön. Dann ab nach oben wieder. Weil hier unten gibt es ja scheinbar nichts weiter. Und deswegen jetzt mal hier hoch. Und guck mal, das sind wieder Schleime. Haben wir jetzt nicht schon oft genug gesehen im Spiel. Gut, sehr schön. Da oben liegt voll viel Stuff rum. Das wollen wir uns nicht entgehen lassen. Gut, dich mache ich auch kaputt. Und bei euch brauche ich das Schwert, das weiß ich inzwischen, ja. So. Ey, ich bleib stehen. Komm her, Schwein. Bleibst du? Fee, bitte sei nicht dumm und renn nur weg. Meine Güte, ey. Die Kraft des Windes. Gut, wo geht's weiter? Ich würde ganz gerne den Weg zur nächsten Ebene finden. Die Kraft des Windes. Oh, das war ein Schleim. Meine Fee ist tot, weil ich nicht drauf geachtet habe, ich Depp. Weil ich nicht drauf geachtet habe, ich dummer Idiot. Geh weg. So. Was macht sie? Heilen? Ja, auch nur mich. Ich heile mal sie. Gut, ein nachtschwarzer, schwerer, keine Ahnung, Foliant. Hier. Das kannst du auch mal bekommen. Du bekommst einen Schwerthieb rein. Und du bekommst einen Axthieb rein. Was auch immer du laberst. Oh, langsam nervt es hier. Ich versickere dann mal. Gut, du wärst auch besiegt. Oh nein, ich bin wieder draufgelaufen. Ich bin ein Fisch auf den Trockenen. Trehieb. Warum nicht auf den Schmel... Okay, doch. Gut. Greif doch mal an hier. Tschüss. Und du stirbst auch. Hier haben wir noch ein bisschen was. Sehr schön. Da ist noch ein bisschen Geld für mich. Das nehme ich auch gern mit. Geld ist immer schön. Cool, Schleimi ist besiegt. Und du auch gleich. Aua. Das hat weh. Dämonenlolli, wunderschön. Das sind auch so interessante Itemnamen. Dämonenlolli einfach. Sag mal, will mal der richtige Weg irgendwie langsam mal auftauchen? Das wäre halt voll cool, weil... Irgendwie... finden wir halt nichts. Wir waren jetzt gefühlt schon überall. Das tat schön weh. Bei den Gegnern. Gut. Ist hier eventuell der richtige Weg oder so? Ich habe keine Ahnung. Hier ist nur einiges an Items, ein bisschen Geld. Aber mehr auch nicht. Ist ja echt da oben. Wo ich erstmal nicht langlaufen wollte. Nein, ich kämpfe jetzt nicht. Ich kämpfe jetzt nicht.
Er muss ja jetzt eigentlich hier sein, der Weg. Er muss jetzt eigentlich hier sein. Anders geht's gar nicht. Hör auf, dein Schild zu benutzen, Claudius. Ehre. So. Du bist einen ehrenhaften Tod gestorben, lieber Claudius. Wow, ernsthaft. Endlich mal, meine Güte. Das ist aber seltsam. Konzentriert euch, Leute. Irgendwie... Aua. Ist der Weg hier seltsam. Weil wir jetzt wieder so einen Weg haben, wo wir hier nur so durchlaufen quasi. Aber ganz ehrlich, habe ich eigentlich nichts gegen, weil das schnell vorbeigeht, meinte ich. Nicht läuft. Es geht schnell vorbei. Bestenfalls. Da ist noch ein Schatz dort hinten, ist auch schön. Hier. Ich bin ein Fisch auf den Trockenen. Na, du Armer. Noch eine Truhe. Oh, der toll. Da konnte ich jetzt auch voll viel dafür, dass die da rum lag. Weil die habe ich nicht sehen können. Aber okay, meinetwegen. Mit den Seifenblasendinger noch irgendwie fortbewegen. Jetzt auch spannend. Okay, es ist weg. Sehr gut. Sehr gut. Ja. Ich verfickere dann mal. In der Chibanyan-Stimme. So, Bams. Aua. Voll gemein hier. Vor allem meine Fee. Oh Gott, fast tot ist. Mann! Hier, lebe. Lebe, Fee, lebe. Hat sich gerade geheilt? Oder habe ich mir so eingebildet? Alter! Der macht immer voll viel Schaden. Was kann ich denn dafür? Voll gemein, ey. Ich hoffe, dass es jetzt nicht irgendwie meine Truhen noch schlechter macht, dass die jetzt so oft gestorben ist. Hm, immer noch keine Schrimps. Ach, die hat drei Ebenen, die Calamari-Grotte. Och, Mann, ey. Ich dachte, wir sind jetzt hier durch. Weil der Part doch mal so ein bisschen zu Ende sein sollte. Oder muss ich den Skorpion jetzt hier besiegen? Wow. Und was ist dein Sternzeichen so? Warum willst du wissen, was mein Sternzeichen ist? Was interessiert dich das? Muss ich? Okay, nee, es geht nicht weiter scheinbar, weil es ist hier irgendwie Ende. Es war nur so eine komische Ebene hier. Ich kann jetzt gerade nicht lesen, was da oben steht. Hm, nach näherem Hinsehen wirkt diese Kreatur doch ziemlich hart. Sie haben Skorpion. Vielleicht ist sie am Ende sogar ungenießbar. Lassen wir sie lieber in Ruhe. Wie bitte? Ich weiß nicht, wie ich das schon wieder verstehen soll. Was? Lasst mich mal in Ruhe, ihr Quallen. Oh, ist meine Fee schon wieder tot. Ja, danke schön. Aber ich kann gerade... Es ist gerade ganz egal. Oh, sie wurde wiederbelebt von mir noch immer. Ach, von dem Skorpion. Der hat sie wiederbelebt. Das ist doch praktisch. Der hilft mir jetzt. Wie geil. Okay. Kann er gerade nicht lesen, was da oben steht. Ich würde dich nur ungern weiter Gefahren aussetzen. Vielleicht lassen wir das mit den Schrimps lieber. Du warst echt richtig gut, aber komm jetzt lieber zurück in die Stadt. Okay, alles klar. Gut, dann ist die Quest doch vorbei. Sehr schön. Ich hätte jetzt schon Angst irgendwie. Ja, ich lasse mir jetzt nicht zu Kopf steigen. Keine Sorge. Ich hätte schon Angst, dass die Quest noch ewig weitergeht, weil ich würde den Part ganz gern beenden halt. Okay. Freut euch, dass der Skorpion ist, falls sogar mit mir an. Aber das hat echt
scheiße, weil du im Kampfgetümmel oben die Texte gar nicht lesen kannst. Da steht halt irgendwas über den, oh, das ist schön, über den Skorpion und so, aber das kannst du gar nicht lesen. Oh, sogar eine goldene Truhe, nice. Weil du halt, auf den Kampf dich gerade konzentrieren musst. Das ist voll dumm. Yes, der Bogen, nice. So, geil. Haben wir jetzt aber einen Bogen, habe ich bisher noch nicht gehabt. Sehr schön. Das gefällt mir. Aber echt jetzt? Es ist schön, dich wohl bei mir zu sehen, Vero. Und du hast sogar deinen neuen Schrimpfreund mitgebracht, hä? Ich habe mich einfach mitreißen lassen. Zum letzten Mal, ich bin ein Skorpion. Ah, natürlich bist du das, mein Lieber. Ich habe eigentlich sowieso keine Schrimps gebraucht. Es ging mir nur darum, Vero hier eine Lektion zu erteilen. Warum das denn? Ich habe Sorge darüber, ob du nicht ein wenig nachlässig geworden bist. Weil du dich inzwischen daran gewöhnt hast, auf Quests loszuziehen. Mhm, hast du jetzt einen echt harter Brocken. Ja, da habe ich mir wohl völlig unnötige Sorgen gemacht. Was? Vero kann auf sich aufpassen, aber bestens. Wow. Mir gefällt dein Stil. SC, was? Okay. Du bist echt überlebensgroß. Ich wäre gern deine rechte Klaue. Ja, mach einen Snacky. Echt jetzt? Du willst mich nicht? Aber warum kämpfen wir denn nicht gemeinsam Seite an Seite? Aha. Auch wenn ich dich gerade leider nicht in mein Team aufnehmen kann. Dankeschön, dass du mir beigetreten bist, lieber Skorpion. Sehr schön. Also ich weiß echt nicht, wie das ist mit den... Lu-UP, okay. Wie das ist mit diesen komischen... Dings, genau. Ah, Quests stecken voller Überraschungen, weißt du? Man weiß nie, wann man einen neuen Freund findet. Ihr seid alles. Ja, ich kann nicht reden. Wie das halt ist mit den Plätzen, wann die nächsten Plätze irgendwie frei werden in unserem Team. Das ist halt mega strange, aber okay. Das war's vom heutigen Part. Ich hoffe, im nächsten Part schaltet ihr wieder ein. Wenn es heißt, mehr Snack wird, ich hatte ja Gold. Bis dann und ciao, euer Vero. Tschüss. Wobei, ich werde auch den Bogen noch ausrüsten. Das war schon richtig. Ausrüsten. Ne, Quatsch. Jarabund. Ach, der ist schon automatisch. Sehr schön. Okay. Cool. Bis dann und ciao, euer Vero. Tschüss.